Leute, ich bin's wieder, eure Violet. Ich war gestern beim Tierarzt, dann habe ich mir gedacht, ich drehe heute mal wieder ein Video über Frettchen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich rede mir jetzt einfach mal den Frust von der Seele. Also, ich war mit Simba beim Tierarzt und mit Fienchen. Bei Simba gibt es so viele Baustellen, die er hat. Also, ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Es fing alles irgendwie letztes Jahr im Sommer an. Dann war der Schock hoch 10. Erstens Durchfall. Wässriger Durchfall und dann fing er an, mit den Hinterpfötchen zu kippen, also die so nach sich zu ziehen, und das ist schon ziemlich, ziemlich übel. Wir direkt zum Tierarzt, dann hat er natürlich Aufbauspritzen bekommen, Elektrolyte und so weiter. Da fing es eigentlich an, natürlich Kot untersucht, Giardien, Bakterien, Kot, alles in Ordnung. Der Durchfall hört seitdem nicht mehr auf. Einen Tag ist der Durchfall gut, ist der Kot gut. An einem Tag ist es wieder flüssig, dann ist er wieder gut, dann ist er wieder schlecht. Wir haben alles kotmäßig, alles untersucht. Dann, das nächste bei ihm ist der Stets war kahl. Und hier am Popo, hier oben auch, es wird immer schlimmer. Das ist schon ein Zeichen für Nebennierenerkrankung. Wir natürlich Ultraschall gemacht. Und was war? Der hat zwei Zysten, eine große rechts und eine kleine. Bei Frettchen ist es so wie ich das selber nachgelesen habe, die Rechten, wenn die rechts was haben, das kann man nicht operieren, weil da irgendwie zu viele Blutgefäße sind und das wäre zu gefährlich. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß nur eins, es ist wohl nicht so ganz ohne, wenn man die rausoperiert. Ich mache mich natürlich auch schlau, gucke im Internet, weil Nebennieren, das hatte ich noch nie hier in unserer Familie. Ja, dann haben wir natürlich, dann hat die Zyste punktiert. Das war auch richtig schön, war auch richtig guter Erfolg. Die ist dann wohl, hat die Ärztin gesagt, in sich zusammengefallen. Und dann haben wir halt gehofft, dass die sich dann vernarbt und nicht mehr vorläuft. Ja, und was war? Ein paar Wochen später dann zur Kontrolle. Ja, Zyste leider wieder vollgelaufen. Ich war sogar dabei beim Ultraschall. Ich habe den dann so gehalten, mit Paste natürlich abgelenkt und der am Zappeln und am Zappeln. Aber es war, ja, ich war live dabei. Das ist echt interessant. Ja, leider wieder vollgelaufen. Das nächste, was wir dann gemacht haben, ist mit einem Chip. Die kriegen die dann hier in den Nacken, diesen Chip rein. Ja, dann wieder ein paar Wochen gewartet, ob sich dadurch wenigstens das Fell bessert, ob dadurch die Haare nachwachsen. Ich habe auch im Internet gelesen, wenn man diesen Chip einsetzt, nach ein paar Wochen wächst dann das Fell in den meisten Fällen nach. Ja, Simba gehört wohl zu den Kandidaten, wo es nicht nachwächst. Also ist immer noch gleich geblieben, Stets ist kahl. Popo kahl, also zum Rücken hoch, Kot gleich geblieben. Ich bin echt mit meinem Latein am Ende. Ja, dann hatte sie, dann haben wir nochmal irgendwelche Untersuchungen gemacht. Ich weiß das schon eigentlich gar nicht mehr. Dann hat sie mit dem Frettchen-Spezialisten telefoniert, den ich auch aus dem Frettchen-Forum habe. Jeder kennt den wahrscheinlich. Der der hat seine Praxis in Mülheim an der Ruhr. Hat mit dem telefoniert und dann hat sie jetzt so mit dem, also wie es wohl ist, operieren. Wohl nicht. Die Zyste, das ist wohl irgendwie Nebensache. Simba hat mehrere Baustellen. Ach ja, genau, ich habe ganz vergessen. Der hat natürlich noch Blut abgenommen gekriegt. Und dann natürlich noch Urin und so weiter. Blutwerte, alles okay. Urinwerte, auch alles okay. Der Harnstoff war wohl ein bisschen was erhöht. Deswegen hatte er auch eine Zeit lang Nierennassfutter bekommen. Aber der Frettchen-Spezialist hat jetzt, Spezialist sage ich jetzt mal, er hat jetzt gesagt, also normales Futter wieder geben. Das mit der Nebenniere, das ist wohl, also mit der Zyste, das ist jetzt wohl nicht so schlimm. Das ist jetzt alles nicht so böse, nur halt, er hat halt viele kleine Sachen aufeinander. Ja, ich soll jetzt ein phosphatbindendes Zeug mir bestellen, ihm weiter Sachen geben, um das Immunsystem zu unterstützen. Was war das noch? Genau, und dann kam halt der Frettchen-Spezialist auf die Idee, dass das vielleicht Milben sein könnten. Warum das Fell nicht nachwächst, war eigentlich mit dem Chip, müsste es schon längst nachgewachsen sein. Ja, dann war ich gestern dort, dann hat man beim Simba ein Haargeschabsel so gekratzt mit einem spitzen Gegenstand. Ja, dann werde ich heute um 1, 2 Uhr mal anrufen nach den Ergebnissen. Ja, und wenn es keine Milben sind, wovon ich eigentlich ausgehe, dass es keine Milben sind, ja, dann geht es halt weiter. Ich weiß es nicht, ich bestelle mir dann dieses phosphatbindende Mittel und dann unterstütze ich ihn so gut wie ich kann mit Sachen, mit Präparat, also mit Mittelchen und ja, weiter im Auge behalten, aber ich bin echt mit Simba, meinem Latein am Ende.
Ach so, und wieso die darauf kamen, dass es eventuell Milben sein könnten? Simba juckt sich wie ein Irrer, der kratzt sich und beißt sich. Also okay, Frettchen jucken sich immer wegen dem Fellwechsel, aber das ist schon wirklich nicht mehr normal. Und was bei ihm halt auch ist, der trinkt verstärkt. Also das mit den Nieren, aber die meinten selber, das mit den Nieren wäre jetzt irgendwie nicht die Hauptursache. Ja, jetzt sitze ich heute und bete und ja, wenn es Milben nicht sind, dann müssen wir schauen. Ja, das war's zum Simba. Alles nicht so toll, alles nicht so super. Dann der Schock des Jahrhunderts, des Jahres 2016, Fienchen. Das ist ja mein Liebling. Okay, man darf nicht sagen, man hat einen Liebling, aber in der ganzen Gruppe gibt es halt schon immer jemanden, zu dem man eine besondere Beziehung aufgebaut hat. Und das ist bei mir Fienchen. Und wenn ihr was passiert, dann kann man mich echt von der Straße kratzen. Das sage ich jetzt schon. Das ist für mich das Übelste überhaupt. Also bei ihr habe ich jetzt vor ein paar Tagen auch eine kahle Stelle entdeckt. Ja, was das ja bedeutet, wisst ihr ja auch. Simba, ne? Nebennierenerkrankung wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, also mit der kahlen Stelle bei Fienchen, ich habe mich echt erschrocken. Das kann so vieles sein. Es, naja, ich positiv denken ist nicht meine Stärke. Aber es sieht sehr komisch aus. Die hat an den Seiten so Haarstöpselchen. Das sieht so aus, als ob sie es abgerissen hat. Eine von den neuen, Buffy oder Okami, die beißen halt sehr oft. Ne? Die sind zu den anderen nicht so gut drauf. Und Buffy, die hat sich letztens mit Fienchen geprügelt. Und die beißen wirklich stark. Also meine anderen sage ich schon, jetzt die älteren, die haben an den Nacken wirklich immer alle richtig üble Krusten. Und vielleicht hat ja Buffy Fienchen beim letzten Verprügeln, sage ich jetzt mal, Haare rausgerissen. Obwohl, naja, ob das sein kann, weiß ich halt nicht. Es sieht halt nur so komisch aus. So wirklich, als ob es abgerissen wäre. Naja, da ist zwar auch so eine kahle Stelle, aber naja, jetzt wollen wir halt erstmal warten, ob halt der Milbenbefund bei Simba positiv ist. In dem Sinne, ich hoffe es wirklich, dass es Milben sind, weil dann, das wäre wirklich das Beste, auch für Simba. Weil dann wüssten wir ja wenigstens, warum das Fell nicht nachwächst. Und wenn es nämlich auch Milben bei Simba sind, dann müssen die anderen auch behandelt werden. Dann ist das ja das, die kahle Stelle von Fienchen sind ja dann eventuell auch Milben. Wenn der Befund natürlich negativ ist, dann muss ich mit Fienchen einen neuen Termin. Hier ist auch mein kleiner, süßer Simba. Ne? Ich hoffe, es wird alles wieder gut. Ja, das ist Simba, den habe ich noch nicht vorgestellt. Das ist mein kleiner Patient, wie ihr seht. Hat er ein nackeliges Bräuchlein. Das ist, weil durch die Röntgerei und, ja, Röntgen wurde der auch. Musste er natürlich rasiert werden, ja, und durch die Krankheit, die er hat, ist das dann leider nicht mehr nachgewachsen. Deswegen hat er ein nackeliges Bräuchlein. Ne, Schatz? Aber dir geht's heute ganz gut. Der Kot ist heute, ja, so lala, hat gut gegessen. Ja. Ne, Simbalein. Ja. So, also ich war bei Fienchen stehen geblieben. Ja, wir sind jetzt so verblieben, dass wenn die Ergebnisse der Milbentest bei Simba negativ verlaufen ist, dann muss ich mit Fienchen einen neuen Termin für einen Ultraschall machen. Ich hätte am liebsten natürlich, dass der Ultraschall gestern schon direkt gemacht wurde, weil ich hasse es zu warten, das ist das Schlimmste für mich. Diese Warterei und diese Beterei, das ist immer sowas von schlimm. Ganz, ganz fürchterlich, aber das hat sie dann zeitlich nicht mehr geschafft. Ja, das war dann zu Fienchen. Ich kam dann noch auf die Idee, die hat immer ganz dreckige schwarze Ohren und dann war ich schon mal beim Tierarzt, weil die sich so extrem gejuckt hat und es hat wirklich nicht mehr aufgehört an den Ohren. Dann hat sich herausgestellt, die hat dann so Hefepilz und hat die so ein Zeug bekommen, Furulan nennt sich das, glaube ich. Ja, aber diese schwarzen Bröckchen da im Ohr, die kamen halt immer wieder und in letzter Zeit ist es ziemlich schlimm geworden. Juckt sich auch immer zwischen so einer Röhre und meinem Schreibtisch, dann geht das immer so richtig ganz extrem. Ja, dann habe ich die Ärztin gestern nochmal drauf angesprochen, wo ich schon mal da war. Dann hat sie so einen Abstrich genommen und ja, vielleicht liegt es ja auch daran, dass die auf einmal so eine kahle Stelle hat. Ja, kleines Update. Wir haben mittlerweile 19 Uhr, nicht mehr morgens. Ich habe mittlerweile schon mit bei meiner Tierärztin angerufen und Ergebnisse sind da und wie
zu erwarten war, Simba hat keine Milben. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. So hätte man natürlich gewusst, wie es jetzt weitergeht, dass die kahlen dass Simbas schlechtes Fell halt auf Milben zurückzuführen ist. Ja, jetzt geht's natürlich weiter. Ja, ich muss morgen mit ihr nochmal telefonieren wegen Simba, wie es jetzt weitergeht. Ich muss auf jeden Fall dieses phosphatbindende Mittelchen mir holen. Und ja, muss ich morgen weiter bereden mit meiner Ärztin, was jetzt mit Simba ist. Ja, und leider, ja, das war es zu Simba. Und bei Fienchen, der Test war positiv. Also die hat wieder so Pilze und weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es auch heute gegoogelt. Ja, das sind auch so Pilze im Ohr. Ja, und das sind Pilze, aber nicht so viel wohl. Aber die wollte nochmal Rücksprache nehmen. Meine Ärztin war heute nicht da. Erst morgen wieder. Die wollten dann nochmal Rücksprache nehmen mit meiner Ärztin, ob man das behandeln muss. Ich habe es direkt im Internet nachgeschlagen. Also ich finde schon, dass man da wieder irgendwas geben muss. Und ich habe auch im Internet gefunden, dass das auch wegen diesen Mysids, wie sie auch mal diese Teile heißen, diese Viecher, Pilze, dass die auch vielleicht die Ursache sein können, warum sie auf einmal eine kahle Stelle hat. Ja, also ich weiß es nicht. Ich denke halt immer lieber, ich gehe immer lieber vom Schlimmsten aus, weil, ja, positiv denken ist überhaupt nicht meine Stärke. Aber eigentlich kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwas mit den Nieren, Nebennieren zu tun haben kann bei Fienchen, weil die hat keinerlei Anzeichen dafür. Also die trinkt nicht verstärkt, kein Durchfall, lethargisch ist sie auch nicht. Also die ist ganz normal am Scheißen. Ja, also muss ich morgen noch alles mit meiner Ärztin besprechen, auch jetzt wegen diesen Hefepilze im Ohr. Ja, also es bleibt also spannend. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und bitte ihr da draußen, meine Frettchenfreunde, bitte betet für Simba und für Fietchen, dass alles wieder gut wird. Spruch des Tages, immer positiv denken, dann wird alles wieder gut. Vielen Dank, ihr da draußen, und bitte betet für meine zwei kleinen Kinder. Danke!